Es war die vierte Apple Keynote im Steve Jobs Theater und die dritte, bei der dabei iPhones vorgestellt wurden. Und drei, das ist auch die Anzahl an iPhones, die wir dieses Jahr zu Gesicht bekommen haben. Es gab aber noch eine ganze Menge mehr. Und was das alles ist, das seht ihr jetzt bei TechLove. Los ging's mit Apple Arcade, das ist ja quasi Apples eigenes Spiele-Abo, wenn man so möchte. Da könnt ihr ab dem 19. September für 4,99 € im Monat ganz viele Apple-exklusive Games zocken. Ein paar davon hat man auf der Keynote schon gesehen, sah eigentlich richtig, richtig cool aus. Und richtig, richtig cool wird wahrscheinlich auch Apple TV Plus, das ist der nächste Abo-Dienst. Hier könnt ihr eine Menge Serien und Shows von Apple sehen, alles exklusiv, kostet ebenfalls 4,99 € im Monat und ist ab dem 1. November dann für alle freigeschaltet. Und da muss man sagen, das ist eigentlich eine relative Überraschung, dass Apple da so einen niedrigen Preis fährt. Krasser ist nämlich noch, dass ihr, wenn ihr einen iPod Touch, einen iPhone, einen Mac oder ein Apple TV kauft, ein Jahr kostenlose Mitgliedschaft dazu bekommt. Den ersten Trailer einer richtig coolen Serie hat man auch schon gesehen. See heißt die. Da geht es um die Menschheit in der Zukunft. Die haben alle ihr Augenlicht verloren. Keiner kann mehr sehen. Und dann werden plötzlich zwei Babys geboren, die wieder sehen können. Und die gilt es zu beschützen. Sah richtig, richtig groß aus. Also nach großem Kino. Da können wir sehr gespannt sein. Und dann gab es auch schon neue Hardware. Denn wir kriegen ein neues iPad und es geht von 9,7 auf 10,2 Zoll. Ein A10 Fusion Prozessor ist verbaut. Es gibt einen Smart Connector für Tastaturen und es bleibt leider bei Touch ID, denn Face ID wurde leider nicht integriert. Auf der Keynote hat man schon gesehen in den Beispielen, es ist natürlich das neue iPad OS vorinstalliert. Alles andere hätte mich aber dann auch gewundert. Es gibt eine Gigabit LTE Variante, es ist eine 8 Megapixel Kamera verbaut und das Ganze ist auch nach Ende der Keynote schon vorbestellbar gewesen und das für 379 €. Das Ganze wird für den Bildungssektor da wahrscheinlich noch etwas günstiger. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es leider weiterhin diese dicken Ränder oben und unten gibt. Das bleibt wahrscheinlich weiterhin den iPad Pro Varianten vorbehalten. Klar, irgendwo müssen sie ihre Unterschiede machen, da kann man leider nichts dran ändern. Was aber neu ist, ist zum Beispiel, dass man den Apple Pencil jetzt mit dem neuen iPad verwenden kann, aber aufgepasst, da geht es lediglich um den Apple Pencil der ersten Generation. Den ganz neuen, den könnt ihr mit dem iPad nicht verwenden. Ja, und dann kam sie, die neue Apple Watch Series 5, im Großen und Ganzen im gleichen Design. Wir haben folgende Materialien, die wir quasi wählen können. Aluminium bleibt zum Glück, Edelstahl bleibt, Titan ist neu dabei und Keramik kehrt zurück. Cool ist, dass ihr jetzt im Konfigurator jedes Band mit jeder Watch quasi kombinieren könnt. Das gab es vorher so nicht. Neu ist auch das Display, bei dem ihr jetzt die Wiederholrate quasi selbst bestimmen könnt, von 60 bis zu 1 Hertz, spart ihr quasi so noch viel mehr Energie. Und wozu ist das wichtig? Genau für die neue Always-On-Funktion. Endlich könnt ihr bei der Apple Watch euch die Uhrzeit immer anzeigen lassen, das heißt, tragt ihr eure Uhr hier unten und riskiert nur mal einen Blick, dann könnt ihr quasi immer die Uhrzeit ablesen, das Display geht nie aus, wenn ihr wollt. Wenn ihr die Uhr dann aber hochhebt und drauf guckt, dann wird das Display erst richtig hell, eine Funktion, die der Apple Watch bis jetzt auf jeden Fall gefehlt hat. Neu ist auch ein Kompass, der verbaut ist. Das macht es Anbietern von Apps natürlich jetzt noch möglich, mehr aus den Apps rauszuholen. Besonders interessant wahrscheinlich für Navigations-Apps. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Gab es im iPhone schon lange, jetzt eben auch in der Apple Watch. Interessant ist auch, dass ihr in bis zu 100 Ländern ohne eine eSIM einen Notruf absetzen könnt. Zu Beginn der Präsentation der neuen Apple Watch gab es ein Einführungsvideo. Ganz emotionale Fälle wurden da gezeigt, bei denen die Apple Watch Menschen das Leben gerettet hat. Indem sie zum Beispiel, wenn sie gestürzt sind, sofort den Notruf alarmiert hat. Das ist natürlich richtig cool, umso cooler, dass das auch ohne eine eSIM funktioniert. Die Apple Watch Series 5 gibt es ab 449 € ab sofort vorzubestellen und das Coole ist, dass es die Series 3, also das Vorgängermodell, quasi jetzt für zum Kampfpreis, muss man schon fast sagen, für 229 € zu kaufen gibt. Ja, und dann war es endlich soweit, die neuen iPhones sind da und das iPhone XR bekommt mit dem iPhone 11 einen direkten Nachfolger und dann gibt es noch die Pro-Varianten, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. Tja, das iPhone XR soll ja das beliebteste iPhone von Apple sein, mit einer Kundenzufriedenheit von 99%, hat Tim Cook gesagt. Die Statistik, die würde ich gerne mal sehen. Fangen wir mal mit den Farben an, denn pünktlich zum neuen Fifth Avenue Apple Store in New York gab es jetzt 6 neue Farben. Lila, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz und Rot gibt es jetzt mit dem iPhone 11. Aber der Fokus liegt natürlich bei allen iPhone-Modellen auf der Kamera und beim iPhone 11 haben wir jetzt 2 Linsen. Und zur Überraschung, es gibt kein Teleobjektiv, also kein Zoom-Objektiv, sondern es gibt ein Weitwinkel und ein Ultraweitwinkel. Das war eine Überraschung.
ist, finde ich, aber die bessere Entscheidung, denn tatsächlich werdet ihr im Alltag, glaube ich, mehr Situationen haben, in denen ihr mehr aufs Bild bekommen wollt, als nur einen zentralen Punkt näher ranholen wollt. Bisschen schade ist, dass es weiterhin bei einem Retina LCD-Display bleibt. Das ist zwar gut, aber lange nicht so gut wie ein OLED-Display und das bleibt eben den Pro-Modellen vorbehalten. So ist das leider. Dennoch, es gibt im Übrigen noch eine Dolby Atmos Tonausgabe, sagt Apple, und beide Linsen kommen im Übrigen mit 12 Megapixeln. Das ist nicht schlecht. Vor allem eben gibt es die auch in der Selfie-Kamera. Slow-Motion-Aufnahmen in 4K 60 FPS mit einer Frontkamera. Da können wir sehr gespannt sein. Die ersten Aufnahmen sahen da richtig gut aus. Außerdem gibt es den lang ersehnten Night Mode jetzt auch im iPhone. Da musste Apple jetzt wirklich mal nachlegen. Das tun sie jetzt. Die ersten Aufnahmen sahen ganz gut aus. Wir können da sehr gespannt sein. Außerdem gibt es im iPhone 11, das war im iPhone XR nicht so, ein Porträtmodus für Objekte. Wurde jetzt nachgeliefert und absolut zeitgemäß, Freunde. Der Fokus liegt also wie schon erwartet auf der Kamera und da hat Apple jetzt eben halt eben richtig nachgeholt und das nicht zu knapp, denn wir sehen hier zum Beispiel ein Video, das Apple wohl nur mit dem iPhone gedreht haben soll. Der Fokus liegt dabei auch auf der Bildstabilisierung, die nochmal um einiges besser sein soll. Also die Aufnahmen, die ihr hier gerade seht, die sind schon heftig. Quick Take, auch das ist neu. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, dass ihr in der Kamera-App eben nicht mehr immer den Modus wechseln möchtet, wenn ihr da jetzt zum Beispiel von der Fotoeinstellung in die Videoeinstellung gehen wollt. Nein, ihr haltet jetzt einfach den Auslöser gedrückt und macht dann sofort ein Video. Das ist natürlich richtig cool für Eltern, die ihre Kinder vielleicht mal knipsen wollen. Dann kommt es eventuell zu den ersten Schritten und zack, hat man, wenn man will, direkt ein Video. Nicht schlecht, der Blitz ist im Übrigen auch nochmal 36% heller geworden. Verbaut ist der neue A13-Prozessor. Apple sagt, dass der A12 ja immer noch der schnellste auf dem Markt ist und man jetzt mit dem neuen Prozessor den Abstand zur Konkurrenz nur ausbauen möchte. Mit Sicherheit vielleicht ein bisschen Marketing, aber dass die Prozessoren von Apple zu den schnellsten gehören, das ist tatsächlich keine Lüge. Sorgt auch dafür, dass Face ID jetzt zum Beispiel noch schneller wird und der Akku im Gegensatz zum iPhone XR jetzt sogar noch eine Stunde länger halten soll. Und tatsächlich ist es bei einigen Technikkollegen bei mir auch so der Fall, dass sie das XR aufgrund des guten Akkus als Daily Driver benutzen. Auf der Keynote wurde außerdem auch nochmal Wert darauf gelegt, zu sagen, wie robust das neue iPhone ist. Das hat man in diversen Einstellungen und Videos da auch nochmal gesehen. Da läuft Wasser drüber, das Ding fällt runter und es hält. Wir sind da sehr gespannt. Das Glas soll eben nochmal stabiler sein. Der Preis fürs neue iPhone 11, 799 Euro. Das ist nochmal 50 Euro günstiger als das iPhone XR damals. Ist okay, finde ich. Aber klar, Apple bietet natürlich auch noch ein deutlich teureres Modell an, das iPhone 11 Pro und 11 Pro Max. Wie geil sehen die aus, vor allem dieses Midnight Grün. Die Notch bleibt im Übrigen beim iPhone Pro und auch beim iPhone 11 immer noch die gleiche, da hat sich nichts getan. Das iPhone Pro Max kommt im Übrigen mit einem 6,5 Zoll großen Display und das iPhone 11 Pro mit einem etwas kleineren 5,8 Zoll Bildschirm. Das Display wird von Apple marketingmäßig Super Retina XDR genannt. 15% weniger Energie soll es benötigen. Da sind wir sehr gespannt. Zum Einsatz kommt auch beim iPhone 11 Pro der A13-Prozessor. Aber natürlich, am ehesten fällt eines auf, es gibt eine weitere Linse und das ist die fehlende Telelinse beim iPhone 11. Beim iPhone 11 Pro haben wir jetzt also den Ultraweitwinkel, den normalen Weitwinkel und eine Telelinse. Die Kamera ist also das Nonplusultra beim neuen iPhone und tatsächlich muss ich sagen, sieht dieser Kamerahubbel gar nicht mehr so schrecklich aus, wie es vorher in den Leaks noch war, denn Apple macht das Ganze auch in der gleichen Gehäusefarbe und kriegt es hin, in ihren eigenen Videos und Bildern das Ganze gar nicht mehr so schrecklich aussehen zu lassen. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Wir bekommen übrigens deutlich mehr Akkulaufzeit und apropos Akku, es gibt auch endlich ein neues Netzteil, 18 Watt und das liegt jetzt endlich auch dem iPhone bei und das ist für über 1.100 Euro dann denke ich auch angebracht. Vorgestellt wurde auch eine neue Filmic-App, so heißt die, mit der es möglich ist, beim iPhone Pro mit allen drei Linsen gleichzeitig aufzunehmen. Und das war wirklich beeindruckend, denn da habt ihr die Möglichkeit, direkt auf einem Bildschirm sehen zu können, wie in welcher Einstellung das Bild eben aussieht und mit welcher ihr dann aufnehmen wollt. Das ist schon eher was für Profis, aber gut zu haben auf jeden Fall. Machine Learning, auch das ist ein großes Thema beim neuen iPhone und hier habt ihr mit der Deep Fusion Funktion, die demnächst nachgeliefert wird, die Möglichkeit, quasi schon Aufnahmen zu machen, bevor ihr den Auslöser gedrückt habt. Am Ende, wenn ihr dann drauf drückt, wird alles zusammengerechnet und ihr habt eben dann noch bessere Ergebnisse. Wir sind auf die Kamera wirklich gespannt und ich freue mich auf die ersten Tests. Noch zwei Facts fürs Ende. Es gibt eine neue transparente Hülle, die ihr mit den neuen iPhones dazu kaufen könnt und für alle, die gehofft haben, dass aus Lightning endlich USB-C wird, da muss ich euch leider enttäuschen, das ist nicht der Fall, denn ich sage euch, mit dem Lightning-Anschluss macht Apple noch richtig Zaster, denn Drittanbieter oder Dritthersteller für Kabel und Adapter, die müssen kräftig Lizenzgebühren an Apple abdrücken und das lassen die sich mit Sicherheit nicht entgehen.
Das war's jetzt mit der iPhone Keynote 2019. Ich hoffe, ich konnte euch mit wichtigen Informationen hier versorgen. Checkt auch gerne nochmal die Apple-Seite aus, da bekommt ihr natürlich alles darüber hinaus auch nochmal gebündelt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.